Ja, hallo ihr Lieben. Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Deutschland. ja, heute haben wir mal eine schöne Frage zu visionären Beziehungen oder 5D-Beziehungen. Also das, was ich so als Ziel sehe, sowohl für mich als auch für meine Follower. Ja, immer noch in die super geile Selbstliebe-Challenge einsteigen. Leute waren jetzt wieder begeistert. Und alles, wenn du mich noch nicht kennst, gibt es auf liebeschipp.de, meine Kurse rund um Dating, Beziehung und Liebe. Und wie nur einmal im Jahr und nur noch 2 Wochen vergünstigt, geht meine Liebeschipp-Coach-Ausbildung, Fortbildung, wenn du dieses Wissen gerne nutzen möchtest, sowohl für Einzel- als auch für Paar, geht bald wieder los. Ja, das war eine Antwort auf die Artikel, die ich immer sende, wenn man meinen Newsletter abonniert. Vielleicht auch was für euch. Also, das war eine Mail über visionäre Beziehungen. Ich lese jetzt nicht die ganze Mail vor, aber die Themen in visionären Beziehungen sind eben Fülle statt Mangel, keine Angst, Ehrlichkeit und Kommunikation, Vertrauen statt Kontrolle. Freiheit der Beziehungsform und Lieben im Jetzt. Das sind so das ist das Manifest. Wie gesagt, wenn euch abonniert mein Newsletter, wenn ihr auch diese Artikel haben wollt, geht auf der Startseite. Und ansonsten ist es auch in meinen Weihnachtsvideos auf YouTube immer wieder drin. So, und dann hatten wir folgende Reaktion darauf. Lieber Christian, deine Mail bringt mich ganz schön durcheinander. Grundsätzlich klingt das alles toll, aber wäre nicht bedingungslose Liebe eine, in der man dermaßen hohe Anforderungen erfüllen muss und eine Geschichte und ein paar Mängel mitbringen darf? Nee, in der man nicht dermaßen hohe Anforderungen erfüllen muss und eine Geschichte und ein paar Mängel mitbringen darf? Ja, natürlich. Also bedingungslose Liebe ist bedingungslos, ne? Absolut. Also was, ich glaube, da ist ein Riesenirrtum immer. Und dem wir fast alle anheimfallen, und der ist, dass man romantische Liebe mit Liebe allgemein verwechselt. Also, ich kann jemand lieben, ohne mit dem zusammen zu sein. Ich kann jemand lieben, ohne mit dem noch weiter so jetzt im Hier und Jetzt was zu tun haben zu wollen, weil er mir einfach nicht gut tut. Ich kann auch einen super toxischen Partner lieben, aber will ich mit dem wirklich eine tägliche, romantische Beziehung führen? Also, das ist immer das Problem. Also jemand bedingungslos lieben heißt nicht, mit dem zusammen zu sein, so, ne? Weil man ihn zwar bedingungslos liebt, aber aus seiner Selbstliebe. Das ist immer wieder dieses, also ich bin ja ansonsten nicht so der klassische Kirchenchrist, aber muss wirklich sagen, dieses Gebot, da ist alles drin, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich würde so formulieren, es geht nur mit Selbstliebe auch, ne? Also vielleicht sogar Selbstliebe der wichtigere Teil, ich weiß nicht. Also, wenn du dann mit jemand zusammenbleibst, weil du meinst, du musst ihn unbedingt lieben und er dir nicht gut tut und er irgendwie toxisch sich verhält, dann hast du ein Thema mit Selbstliebe so, ne? Ja, das ist so meine Meinung. Muss man quasi erleuchtet sein, um in eine Beziehung, um in diese visionären, vermute ich mal, Beziehungen treten zu können? Ja, das ist, wenn man so will, wenn man jetzt mal Erleuchtung richtig weit fasst, im Sinne von, ah, ich hab's geschnallt oder ich bin so völlig in der Selbstliebe. Ja, das ist tatsächlich Voraussetzung für diese visionäre Beziehung. Ist ja aber noch nicht schlimm, wenn man noch nicht ist. Es gibt immer Luft nach oben, also bei mir auch und ja. Und wie verhält es sich in deiner Vision mit Grenzen und Standards und Dealbreakern? Ja, da ändert sich nichts dran, das ist ja das. Das ist ja das Verrückte. Weil nochmal, ich kann sagen, ja, also auch diesen meinetwegen narzisstischen Menschen oder ich weiß nicht was, ja, liebe ich total und trotzdem, ja, erfüllt er nicht das, was ich brauche oder was ich mir wünsche. Ich kann mir ja wünschen, was ich will. Er erfüllt das einfach nicht, wie ich mir eine tägliche romantische Beziehung vorstelle, weil ich möchte nicht
jeden Tag belogen, angeschissen, weiß ich nicht, kritisiert werden, oder ich weiß es nicht, was da alles passiert. Aber klar, ist so, jetzt nochmal so ein Seitenweg, wenn man diese Beziehung anzieht, weiter heißt es natürlich schon, dass man eben nicht da ist, wo wir vielleicht irgendwann alle hinwollen. So, weil ich würde mal behaupten, wenn man gar keine Themen mehr hat, und das alles abgearbeitet ist, was wahrscheinlich nie der Fall ist, aber nie so ganz der Fall ist, dann glaubt nicht, dass man da überhaupt noch reinkommt. So, ne? Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir heute mal nicht angehen hier. Aber wie gesagt, ich kann sagen, ja, ich liebe dich total und trotzdem, hier ist die Grenze. So geht's nicht. Ne? Und ja, vielleicht, gut, ich höre davon nie, aber vielleicht in diesen Grenzen und in diesem sich nicht mehr sehen und getrennt sein, weiß ich nicht, vielleicht verändert sich der andere dann und keine Ahnung, aber spielt gar keine Rolle, weil man kann ja mit jemand in Liebe verbunden sein, ohne den jemals wiedersehen zu müssen. So, ne? Ich weiß, das ist immer. Geht den Kopf immer nicht rein. So. Aber wenn ich so völlig in meiner Selbstliebe bin, dann habe ich auch mit Single sein wenig Themen irgendwie so. Ne? Also, das ist, beziehungsweise überhaupt diese Illusion der Trennung löst sich dann so ganz langsam auf. Sonst guckt auch gerne mal in meine spirituellen Kurse rein, wenn das interessiert. So, bräuchte man die in einer erwartungsfreien Beziehungswelt nicht, beziehungsweise dürfte sie gar nicht haben, weil sie ja letztlich die geronnene Erfahrung zum Selbst- und Ego-Schutz sind. Ja, wer sagt denn, dass du dich nicht schützen darfst? Also, wie gesagt, und man kann diese Beziehung, denke ich, nur wirklich in der Realität, im Hier und Jetzt täglich führen, wenn der andere ein ähnliches Mindset hat, sonst geht das nicht. Ne? Also, du kannst das nicht einseitig machen, so, ne? Das funktioniert einfach nicht. Du kannst jemanden schon einseitig bedingungslos lieben, aber das heißt nicht, dass der das auch macht und das führt dann eben häufig dazu, dass man eben nicht Zeit verbringt. Ne? Wenn ich immer total in Fülle bin, kann man dann zum Beispiel auch versetzen oder den Beziehungsstatus plötzlich ändern oder unabgesprochen jemand Neues parallel daten? Nee, also du kannst schon in dieser unbedingten Liebe sein, aber offensichtlich ist dein Partner dann nicht in der unbedingten Liebe, weil, also wenn man jemanden liebt, dann würde ich mal denken, agiert man nicht so. Also, sondern redet mit seinem Partner und wie gesagt, aber ich will das jetzt gar nicht bewerten, wir sind alle nicht perfekt. Aber nee, das ist ja, wenn dein Partner liebevoll mit dir agieren würde, dann vielleicht würde er trotzdem irgendwas machen, was dir nicht gefällt, aber er würde dich mit einbeziehen, so, ne? Ja. So wird das dann laufen. Und der Partner ist allein für seine Gefühle verantwortlich und sollte das aushalten. Nee, das ist ja eben nicht. Das ist ja. Sollst gar nichts, nichts sollst du aushalten, gar nichts, gar nichts. Aber das ist ja immer wieder das Problem, dass man seine eigene Neediness dann manchmal nicht im Griff hat und dann meint, da drin bleiben zu müssen. Ne? Also nee, musst du gar nicht, du musst nichts aushalten. Du kannst einfach in deiner Liebe bleiben und Grenzen setzen und auf die Distanz gehen. Ja, weil du sagst, nee, so möchte ich keine Beziehung führen. Also viele, man meint häufig, wenn man so ein Pluspol ist, man würde so unbedingt lieben, aber das Problem ist, dass man sich selbst nicht unbedingt liebt. Und dann wird's schräg, ne? So. Also soll es gar nichts aushalten. Natürlich ist man für seine Gefühle selber irgendwo verantwortlich, aber natürlich haben die auch mit dem anderen zu tun. Das kann man ja nicht ignorieren, ne? Vielleicht stelle ich diese Fragen wegen der Natur meiner Ex-Beziehung. Ja, vermute ich mal. Ja. Er hat ähnliche Aussagen getroffen, von mir eingefordert, ohne sie dann de facto sauber zu leben. Und ich habe immer schön an mir gearbeitet, um dem gerecht zu werden. Ja, das ist das typische toxische Beziehungsmuster. Das predige ich nicht. Ja. Und vor allen Dingen, wenn die Sachen dann nur für einen gelten, ist es schon mal per se toxisch, ne? Und damit Stück für Stück meine Standards ausgehebelt. Und das fühlte sich sehr toxisch an. Ja, es ist auch sehr toxisch. Da habe ich überhaupt kein Thema mit. Minuspoler haben häufig Überstandards, ne? Würde mich sehr freuen, wenn du verstehst, wo ich hänge und noch genauer darauf eingehen könntest. Bin vielleicht nicht die einzige Leserin, die so denkt. Also lag doch alles an mir. Ich hätte seine ewige Distanz und Sprunghaftigkeit nur anders verarbeiten können müssen. Nee, das denken so gut wie alle, kann ich dir sagen. Deswegen habe ich das auch mal vorgelesen jetzt. Nein, musst du nicht. Sondern man geht dann einfach.
Fertig. Und wenn man denkt, man kann nicht gehen, hat man ein Thema mit Trennungskompetenz. Das ist leider, aber ja, aber nochmal, ja, vielleicht lag es an ihm, aber du hattest auch, also da muss man wirklich vorsichtig sein. Also es liegt, du hast ihn nicht gemacht, wie er ist, du kannst nichts dafür, es hat dir nicht gefallen und trotzdem darf man selber gucken, was man für Anziehungspunkte hatte, so, oder warum er so lange drin geblieben ist oder whatever, oder auch, ne, und warum man vielleicht hat seine Standards aushebeln lassen, ganz liebevoll, ohne Selbstkritik oder was weiß ich. Und das ist der Weg. Ne? Aber du bist nicht die Einzige, das denken praktisch alle, die in so einem Ding drin sind. So. Aber dann, ja, sagt man, also, aber das wird häufig im Minuspol, wird es gesagt, du musst unbedingt lieben und deswegen musst du gefälligst akzeptieren, dass ich mich wie die Axt im Walde benehme. Nee, das ist mangelnde Selbstliebe dann, ne? Wenn man das nicht. Wenn man das zulässt sozusagen. Ne? Aber klar, es ist schwierig, wenn man da so drin verwickelt ist. Und vielleicht sollte man auch nicht zu viel drüber nachdenken. Also klar, man sollte schon seine Anziehungspunkte sich angucken. Aber trotzdem sollte man keine riesen Gedankenkonstrukte aufbauen, warum man da jetzt drin war. Also ja, das führt also häufig zu nichts. Klar, schon gucken, ah, kenne ich das aus meiner Kindheit? Was könnte hier sein? Jetzt will mir das Universum sagen, hier, du musst mal deine Grenzen besser ausbauen, du brauchst mehr Selbstliebe. Das ist alles wunderbar, aber man sollte auch nicht zu viel drüber nachdenken, finde ich manchmal. Ja, gute Frage. Aber wie gesagt, das macht alles nur Sinn, wenn man auch eine unbedingte Selbstliebe hat und dann wird, denke ich, vieles klarer. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich komme irgendwie nicht drauf. Ja. Nee, komme nicht drauf. In diesem Sinne, wir basteln gerade an einem neuen Adventskalender. Da wird es sowohl den alten als auch einen neuen geben. Kann man sich schon drauf freuen. Kommt auch bald die virtuelle Liebesche-Party. Ich erwarte euch alle da. Ganz stinknormal. Auf YouTube, Live-Video, 16. diesen Monat, 16. Oktober 2020, ich glaube 19:30 Uhr. Freue mich auf euch. Und wir werden uns bald wieder gesehen haben.